neu unter Leloys Kontrolle war, zogen sich die Chinesen hinter die Mauern der größeren Orte und Städte des Südens zurück. Dort wollten sie auf den nahenden Ming-General Wang Tong warten. Leloy musste schnell handeln, durfte die Ming jedoch nicht unterschätzen. Die Garnisonen verfügten über große Schießpulvervorräte und Wang Tongs Armee eilte heran, um die belagerten Städte zu erreichen. Leloy musste aus seinem Haufen Bauern schnell eine richtige Armee machen, die in der Schlacht den besten Ming-Soldaten gewachsen war. Und damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Age of Empires 2. Wir sind jetzt, glaube ich, in der vierten Mission, genau, von Leloy. Erobern Sie die drei Schießpulverlager der Ming-Festung im Südosten, indem Sie jeweils den Hauptturm in der Nähe der Lager zerstören. Nur den Hauptturm, mehr nicht. Okay. Vergessen Sie nicht, dass Sie die Schießpulverlager der Ming nicht zerstören sollen, sondern sie erobern müssen. Wird eines dieser Lager zerstört, verlieren Sie. Verstört auf jeden Fall, wollte ich gerade lesen. Ja, dann sind wir auch verstört, wenn wir verlieren. So, Hinweise. 120, alles klar. Im Süden gibt es eine weitere chinesische Festung. Die Ming lagern dort jede Menge Schießpulver. Wir sollten die Festung einnehmen, um unsere Armee zu stärken. So eine geile Einheit, diese Ratternschütze, ne? Ja, cool. Die Mission sieht auf jeden Fall spannend aus. Der kriegt auf die Fresse. Der kriegt auf die Fresse. Okay. Ja, ich würde sagen, einfach sammeln, ne? Und dann wieder mit Ratternschützen rein. Genug Gold und Stein haben wir hier, um mindestens eine Burg zu bauen und Einheiten auszubilden. Das sollte also alles drin sein. Ja, da sind die Haupttürme. Alle ziemlich nah beieinander, also auch wieder sehr entspannt. Allerdings haben wir genug Holz zum Hacken erstmal. Das sind einige tausend. Nicht weit von hier ist ein Dorf, das die Ming-Festung mit Nahrung versorgt. Vielleicht wäre es klug, die Kontrolle über das Dorf zu erlangen, bevor wir die Festung im Süden angreifen. Cool. Ja, geben wir automatisch erkunden. Mal gucken, was du so findest. Mach bitte nicht, Vololo. Wenn man sich selbst und den Feind kennt, steht der Sieg nicht in Frage. Wenn man Himmel und Erde kennt, Gott sei Dank. Nein, nicht da lang. Nein! Belastend. Gut, okay, also ich würde auf jeden Fall schon mal speichern. Das war ein Anfang. Lol. Das sind ja noch mehr Bärensträucher. Das ist ein schönes Land am Anfang hier. Warum haben wir rechts Türme und links nicht? Wieder frech. Der hat Chevaliere und Fernkämpfer, also... Auch das können wir... Wobei, es sind normale. Aber die haben sehr viel Rüstung und Angriff. Dahin. Ja, das sollten wir eigentlich easy schaffen hier. Ich meine, das ist ein Dritter. Wir haben Pikiniere. Ja. Wäre lächerlich, wenn wir da jetzt alle verlieren würden. Alle Einheiten. Gebt vor, schwach zu sein, damit euer Gegner überheblich wird. Ja, sagte er. Und ist irgendwo anders, keine Ahnung. Das ist eine Reliquie. Schön. Kurze kleine Frage. Können wir uns jetzt... ein Kloster bauen? Ja, können wir. Dann müssten wir gleich noch zwei Häuser bauen hier, so zwei, drei Häuser. Dann eine Universität bitte hier hin. Damit ein Tor langsamer Zeit. Das sieht irgendwie komisch aus in der Position. Ist es auch, es ist zwischen den Türmen gebaut. Ja, egal, ist zu. So, da ist er gestorben. Das heißt, da sind Gegner. Habe ich jetzt nicht ganz aufgepasst, aber das sind auf jeden Fall Gegner. Wie sieht es mit Grün aus oder habe ich jetzt nur Feinde hier? Ja, alles außer die Einheimischen sind Feinde. Alles klar, habe ich verstanden. Ist wieder frech, aber ist okay. Da könnt ihr euch mal ein bisschen klüger aufteilen, bitte. So, ist schön.
Direkt bitte die Bogensäge auspacken und das hier, damit wir gleich direkt Felder bauen können. Weil langsam wird es mit den Bärenschorchern knapp. Hm. Das steht eigentlich ganz gut, ne? Die Mühle. Ja, die steht echt gut. Sehr schön. Können wir beide Seiten bauen hier. Sehr, sehr fein. So, das Holz wird nutzen für ein paar Felder. Ist wichtig. Dann erst ein bisschen mehr Holz sammeln jetzt hier. Den setze ich mal auf die 5. Wir brauchen Stein auf jeden Fall. Wir setzen gleich mal 3 Nahrungssammler. Direkt hier dran, weil je schneller wir Stein bekommen, desto besser ist das. Also ganz ehrlich, ist sogar ziemlich wichtig für uns. Ohne Scheiß. Weil Stein ist für uns eine Burg. Und eine Burg, die wir wahrscheinlich dahin setzen, um unser Gold hier zu securen und den ganzen Eingang zu verteidigen, ist, denke ich mal, sehr, sehr smart. Ich glaube, das ist der richtige Ort. Ja, das passt ganz gut. Ich habe vergessen, Dorfbewohner zu bauen. Nein, ich war im Eideln. Miese Prise. Naja, ist egal. So, Steinschilder sammeln. Dorfzentrum kostet leider sehr viel Holz, deswegen lassen wir es mal sein. So, mehr Holz bitte. Wir brauchen wirklich viel Holz. Sieht irgendwie komisch aus, das Tor. Naja. Einmal kurz zwischenspeichern. Ich habe fast den Mönch vergessen, ich brauche dringend die Reliquie. Jedes Gold mitnehmen, was geht. Da kommt ein Speer von Grün, das heißt, er kommt auch bald zum Angriff, aber ist mir egal. Die Burg müsste bald kommen, also alles easy. Oder er greift sogar an, das war kein Speer. Okay. Alles klar, muss er ja wissen. Ja, der greift ja echt an. LOL. Nein, nicht stehen bleiben. Ich hatte die vergessen wegzuschicken. Er wird sterben, ist egal. Die können abhauen. Oh mein Gott, sie sind so langsam. Dann geht halt sterben. Oder willst du sterben halt, ist mir aus. Egal. Hey, what the fuck, Alter? Ich habe keine Einheiten mehr. Ich muss mal ganz kurz was machen. Kam jetzt ein wenig unerwartet, ehrlich gesagt. Bau. Bau doch einfach. Okay. Klar, er kommt natürlich nicht mit dem Angriff aus irgendwie 10 Einheiten. Ah, direkt 30 oder so. Rein damit. Und zwar alles schön ausgebildete Zweihandschwertkämpfer und Armbrustschützen. Ich meine, Armbrustschützen geht ja noch, aber Zweihandschwertkämpfer, das finde ich frech. Okay, gut, da müssen wir natürlich, ja, können wir eigentlich neu starten direkt. Cool. Okay, das wird schwieriger auf jeden Fall. Im Süden gibt es eine weitere chinesische Festung. Die Ming lagern dort jede Menge Schießpulver. Wir sollten die Festung einnehmen, um unsere Armee zu stärken. Direkt ins Stein gehen, das ist anscheinend wichtiger. So, die sammeln da. Alles voll mit Dorfbewohner machen hier. Du bist bitte ein bisschen näher da dran.
Nicht weit von hier ist ein Dorf, das die Ming-Festung mit Nahrung versorgt. Vielleicht wäre es klug, die Kontrolle über das Dorf zu erlangen, bevor wir die Festung im Süden angreifen. So, die Ritter kommen gleich, da können wir uns gegen verteidigen, gar kein Problem. So, ein Stein ist gerade das Wichtigste, was wir haben. Dann machen wir hier direkt eine Burg. Ja, wobei, da ist noch ein bisschen zu tief, oder ist das gleich hoch? Ist dieser Platz gleich hoch wie der? Der sieht irgendwie höher aus als der, oder? Ne, ist eine optische Täuschung. Da ist tief, aber hier nicht. Oder? Ne, hier geht's nicht runter. Oder ist das da tiefer? Da die Stelle. Ne, die ist auch gleich hoch hier, oder? Das sieht hier so komisch aus irgendwie. Als würde es da so wie hier ein bisschen runtergehen, aber man sieht's nicht richtig. Aber ja, wir machen da die Burg. Wenn man sich selbst und den Feind kennt, steht der Sieg nicht in Frage. Wenn man Himmel und Erde kennt, kann man den Sieg vollkommen machen. Hä, war hier nicht immer eine Reliquie? Keine Ahnung. Die Burg muss schneller kommen, denn der ganze Angriff, den er geschickt hat, der Grüne, ist alles mit einer Burg konterbar. Alles. Solange keine Belagerungswaffen kommen, da kann ich mit dem Stall gleich gegenarbeiten. Das machen wir am besten jetzt schon mal direkt. Sind wir eigentlich ganz gut dabei? Ich dachte, wir haben ein bisschen Zeit zum Boomen, aber leider nicht. 1, 2, 3, 1, 2, 3, dahin. Gebt vor, schwach zu sein, damit euer Gegner überheblich wird. Da die jetzt die Dorfbewohner angegriffen haben, konnten wir jetzt ganz kurz mehr Pikinieren überleben. Das ist gut. Okay, der geht scouten. Schön. Da war irgendwie eine Relike. Ich weiß nicht, wo, aber hier war es auf jeden Fall eine. Aber da war noch schon Gegner, oder nicht? Wo waren jetzt hier die Relikie? Egal, eine gute Sichtweite, die müssten wir finden gleich. Ich habe wieder geidelt. Ich hasse es. Boah, könnte ich kotzen. Egal. Die Burg haben wir fast. Das ist jetzt besser als gerade eben. Ja, das Ding ist halt, man muss auch teilweise erstmal einmal anprobieren, die Mission, um zu wissen, was kommt. Weißt du, weil wenn so ein dicker Angriff halt, klar, man kann ihn natürlich erwarten und voll darauf hinspielen, aber wenn er dann nicht kommt, dann wäre ein kleiner Boom halt besser gewesen, weißt du? Das ist komplett davon abhängig, was der Gegner macht. Ich finde es ja auch offensichtlich, ne, aber... Naja. Okay, da ist die Mauer direkt, alles klar. Lol, das ist eine Reliquie. Hä, war hier nicht noch eine andere Reliquie rechts? Die war doch nicht so weit links, oder? War die? Ah lol, dann ist der Speer gestorben durch die Jaguare da, ne? Oder waren das Tiger? Irgendwie sowas. Ich hab Tiger. Ja, lol. Ja, das kannst du ja nicht wissen. Gibt es eigentlich einen Hotkey für, um das zu forschen hier? Ich glaube mich nicht. Ja, hier ist die Reliquie. Ein bisschen weiter links war die, aber da muss ich erstmal hinkommen. Ja, ich will keine Ritter machen, die kosten mir gerade zu viel. Ich hab was vergessen! Die Burg muss stehen! Krieg das Gold securen. Das Stein können wir weiter abbauen. Wir haben sogar vielleicht noch... Ja, 260 ungefähr. Ja, reicht nicht für eine Burg, aber fast. Können wir eventuell noch ein, zwei Sachen von kaufen. Das ist gut. Jetzt gehen wir mal mit ein paar Leuten an Gold. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Und das ist wichtig. Der hat gespäht, sehr schön.
Dann schicken wir die Units mal ganz kurz hier hin. Das brauche ich übrigens gerade für Mordlöcher oder Mörderlöcher. Heißen die eigentlich Mordlöcher oder Mörderlöcher? Das habe ich noch nie gerafft. Oder ich vertue mich da immer. Mordlöcher. Nicht Mörderlöcher. Mordlöcher, okay. So, Leloy, speichern. Da war die Burg. Hier brauchen wir direkt Mordlöcher. Das ist sehr, sehr wichtig. So. Der kann weiterbauen ohne Probleme. Dann können wir jetzt mich langsam Ratternschützen ausbilden und weitere Ressourcen sammeln, um hier richtig loszulegen. Da kommt er. Absolut perfekt vom Zeitpunkt her. So, in die Burg rein. Zumachen. Alle Fernkämpfer töten. Das ist wichtig. So, genau. Langsam gehen sie auf die Burg und merken, dass die Wand irrelevant ist. Das ist gut. Nicht eideln, ganz wichtig. Ich muss noch ganz kurz vorbeireiten, den weglocken. Wir müssen in die Burg laufen, das ist wichtig. Sehr schön. So. Sehr schön. Tor bauen. Machst du das Ganze und gehst mit an die Arbeit hier oben. So, das haben wir geforscht. Machen wir den hier. Die schicken wir da dran. Ihr vier macht Felder. Wir haben 666 Holz gehabt. Sehr nice. Ihr drei geht da dran. So, wunderbar. Sehr, sehr schön. Wetten wir jetzt gleich wieder über den Baum drüber bauen? Jetzt geht das wieder, weißt du? Bei der letzten Mission ging es nicht. Ich frag mich echt noch, woran das liegt. Das ist ganz komisch. So, Ballistik wäre auch relativ wichtig. Wir machen erstmal ganz kurz die richtig wichtigen Forschungen. Jetzt können wir ganz kurz das hier machen. Den ersten Angriff haben wir überlebt. Das ist sehr schön. Speichern und ganz kurz die Viecher töten. So, Reliquie sammeln, zurückbringen. Okay, mehr haben wir hier im ganzen Wald nicht, oder? Alter, der teleportiere, ne? Das ist ja eklig. Okay. Warte, wir haben da jetzt 5. Das heißt, hier können wir 4 abziehen. Die gehen mit der Nahrung. Sehr schön. Handkarren. Danach machen wir Imperialzeit, um direkt das Wichtige zu forschen und zu den Rattern schützen. Weil jetzt wird es hier sehr spannend. So, du machst bitte ganz kurz dazu. So. Ist da wieder ein Gold. Sehr nice. Oh, sind meine eigenen Units, lol, Alter. Ich habe mich gerade von meinen eigenen Units erschrocken. Okay. Gute Leistung auf jeden Fall. So, jetzt wo wir einiges besser hier aufgestellt sind, weil die Burg ist tatsächlich sau wichtig gewesen. Ich brauche noch keine davon. Hoffentlich. Schicke ich mal ganz kurz den los, um kurz was zu gucken, was hier ist. Vielleicht finden wir noch irgendwie einen relativ wichtigen Punkt oder so, den wir vielleicht irgendwie gebrauchen können. Ich weiß es nicht. Aber besser einmal ganz kurz reingucken, als dass wir nach was übersehen oder verpassen. Also hier sind Ressourcen, da könnte man eine Burg hinsetzen. Aber ich weiß nicht, ob sich das jetzt hier lohnt. Oder ob wir lieber nicht safe zurückbleiben. Warte. Erstmal meine 2 ganz kurz, damit ich schnell da hinkomme. Warte, immer ganz kurz stehen.
Das ist meine 4. Die 4 setzen wir dahin. Machen wir schon mal 10 Ratternschützen. Dann bilden die schon mal aus. Und der Elite braucht halt 1000 Nahrung, ne? 1000. Okay, da ist auf jeden Fall... Der Mönchshaufen, den habe ich vergessen. Und Patrouillen laufen da rum. Alles klar, dann lassen wir den Punkt in Ruhe. Das ist auch okay. Ich wollte nur wissen, wo da jetzt die Grenze ist. Auch wenn wir sie vorher im letzten Versuch schon gesehen hatten. Einmal nochmal testen, so, weißt du? Sicher ist sicher. 4 Ratternschützen haben wir da, okay. Dann machen wir noch einen dazu, dann haben wir nämlich genau 15. So. Ich hätte gerne hier noch irgendwie was hingestellt. Oder zugemacht, irgendwie sowas. Hier ist die Eiteln, habe ich nicht gesehen. Aber geforscht habe ich jetzt alles Wichtige, ne? Wir könnten auch den Botkin-Pfeil machen, aber ich würde erstmal lieber Elite haben. Tatsächlich. Bin ich ehrlich. Die können ruhig sterben. Lass ruhig die Burg mitschießen, weil sinnlos sterben ist auch Quatsch. Ja, eine Burg gegen Fernkämpfer ist halt einfach nur nice. So, da kommt jetzt der große Schlag von dem. Geht doch in die Burg rein. Wobei, die Pikiniere können ruhig rausbleiben. Ja, gar kein Problem. Das ist schwierig. Okay, er schickt also jetzt schon vor der Imperialzeit Units, um mich da anzupissen. Elite machen. Ist nur ein Zelt, alles gut. Bitte den bitte ganz kurz. Bitte nicht da offen machen, das wäre sehr schön. Okay, das tat sehr weh. Gebe ich zu. Geht aber alles. War nur ganz kurz nicht aufgepasst. Ich dachte, die Triebocke kommen zwar, aber noch nicht jetzt. Das muss ich zugeben, hat mich doch ein bisschen überrascht. War ein wenig früher als erwartet alles. Aber auch gar kein Problem, kriegen wir hin. Jetzt müssen wir nur ganz dringend langsamer hin in die Richtung kommen, dass wir unsere Units verbessern. Aber die Burg ist überlebenswichtig hier, holy shit. Habe ich einen verloren? Ah nee, der repariert gerade. Macht Sinn. So, gehen wir bitte da rein und bauen wir da ein Holzlager, das ist perfekt. So, du kommst bitte mal her, du machst uns schon mal... einen Marktplatz. Machen da links zu, damit wir immer hier lang laufen müssen. Oder halt dazwischen. Wobei, machen wir hier zu. Dass wir nur da lang laufen müssen. Das ist vielleicht irgendwie ein bisschen angenehmer. Machen wir Chevaliere, auch wenn es Gold kostet. Ein paar Ratternschützen, immer wenn es gerade geht. Welche ausbilden. Burg wird gerade repariert, alles easy. Drei Felderwirtschaft. Und als nächstes die 2-Mann-Säge. Dann brauchen wir viel mehr Nahrungssammler. Nahrung wird jetzt sehr viel mehr benötigen. Oder zumindest nicht so viele Holzfäller. Das trifft es wahrscheinlich ein bisschen besser. Wenn du ins Zelt geht's nicht. Ja, sitzen wir trotzdem da hin. Dann können wir hier noch eins hinsetzen. So. Sehr schön. Dann können wir die 2-Mann-Säge machen. Den machen. Weitere davon. Einen Tribok. Dass wir hier unten gleich schön hingehen können, weil da ist ein Turm. Den können wir mit dem Tribok machen. Den Rest machen wir mit den Ratternschützen gleich down. Und jetzt brauchen wir ganz viel Nahrung und Gold. Nicht zu vergessen natürlich für die Schmiedeangelegenheit hier. Das ist jetzt natürlich sehr wichtig. So, ganz kurz speichern. Wir gucken gerade der nächste Angriff. Nicht, dass wir hier auf Fresse kriegen. Ja.
sind im Dunkeln. Kein Bruder, ein Sehr schön. Ja, die kommen alle schon einzeln. Noch besser für uns. Warte mal ganz kurz noch mit den Leuten ausquartieren. Sehr schön. Ja, 500 Gold können wir ruhig machen einmal. Ich glaube, ich habe der Forschung hier doch ein bisschen unrecht getan. Die Goldforschung ist schon ganz cool mit dem Gold. Wo ich mal trotzdem der Meinung bin, ich finde es ein bisschen übertrieben, dass es also so viel kostet. Da finde ich es mich ein bisschen... Da ist der Output irgendwie zu wenig für eine Goldforschung. Das als Silberforschung hätte ich irgendwie besser gefunden. So, Botkin-File, ganz wichtig. Und gleich den Lederpanzer rausballern. So, Burg ist wieder heile. Wichtig. Jetzt die Verbesserung raushauen. Schritt für Schritt kommen die ganzen Netze näher. Warte mal, wie viel habe ich? 120 nur, ne? Ja, egal, reicht auf jeden Fall für 60 Bogenschützen. Und ich muss eine gewisse Echo haben, sonst ist das ja alles belastend. Chemie machen wir auf jeden Fall noch, das ist auch wichtig. Dann gleich einen Armschutz. Du kannst schon mal 5 weitere Ratternschützen machen. Ja, guck mal, hier geht es übrigens wieder nicht mit dem Abreißen des Baumes, ne? Es ist so sinnlos. Ohne Scheiß. Kann auch kein System haben, kann auch keiner erzählen. Aber es passt auch nicht, ne? Ja, das ist eigentlich Quatsch gewesen. Ich würde eigentlich Platz machen für das Feld hier. Das überragt ja hier eine Stelle. Das heißt, das ist auch im Weg. Ah, ist egal. Ich habe übrigens Häuser vergessen, lol. An Dum Day. So ein bisschen forschen. Armschutz. Als nächstes das Kettenhemd für Bogenschützen, auch sehr wichtig. Ja, also ich muss sagen, jetzt gerade klappt eigentlich ganz gut. Ein Stall reicht, um gegen die Tribocke mit den Chevalieren vorzugehen. Ist auch easy. Ja, Wehrgänge. Und dann machen wir am besten nochmal einen Tribock extra. Dann wieder ein paar Rattern schützen. Das ist auch sehr wichtig. Mehr Ressourcen, bitte. Ja, und eigentlich sind wir ganz gut verteilt mit dem Bogen, mit den Dorfbewohnern jetzt gerade. Jetzt ist nur noch Truppen ausbilden und reinrotzen in die ganze Scheiße da. Mich würde immer interessieren, was hier oben überall ist, weil da muss ja die Ming-Armee sein, klar, aber wie groß die ist, weil die wird doch jetzt nicht die ganze Ecke da oben haben, oder? Mein Scout habe ich leider verloren. Wir forschen das mal, machen einen neuen Scout. Einfach weil es geht. Die 50 Gold investieren wir gerne. Cool. Ja. Also die Reparatur war ganz schön teuer im Stein, ne? Holy shit. 30. Ach, ich hab schon wieder die Häuser vergessen. Ja. Das sind dann 100, 110, 120 müsste reichen. Machen wir trotzdem eben einen mehr. Nur, falls mal eins kaputt geht, wir nicht direkt das Limit verlieren. Weil hier sind ja doch 2-3 Häuser nah am Gegnergebiet. Ja, und dann heißt es jetzt Ratternschützen ausbilden hier, ne? Was das Zeug hält. Ganz kurz noch hier für die Pferde was Nettes tun. Und mehr Rattern schützen. 33 haben wir schon. 36 haben wir schon, theoretisch. Ronjonjing. Ich finde, die sehen auch irgendwie ganz cool aus mit ihrem kleinen Schildchen. Wo gehst du denn hin? Bist du dumm? Mach dich fast Suizid, ey. Tschüss! Da schreit sie.
Die kleine Armee. So, warte, wir speichern mal ganz kurz hier, weil da kommt gerade eh der nächste Angriff rein. Falls ich irgendwie verkacke. Ich wusste, dass da gerade ein Tribok kommt, das war so klar. Und der kann eben scouten gehen. Hier, da ist ein Turm. Okay, das sind viele Türme. Ja, der ist schon RIP. Aber da sind sehr, sehr viele Türme. Da greifen wir gleich auch an. 40. Oh, ein Hillebard. Die ist natürlich eine schöne Sache. Tut weh. 3 habe ich noch. Habe ich die 2 verloren? Habe ich echt 2 verloren? Lol. Okay. Gold kommt gerade sehr, sehr langsam rein. Hier sehr belastend. Aber 10 Goldhacker müssen reichen. Ich kann leider nicht viel mehr machen. Unser Gold hier ist auch fast leer. Also wir müssen dann eigentlich bald dahin rücken. Allein schon wegen dem Stein, damit wir eine neue Burg bauen können. Weil die zweite hätte ich schon ganz gerne nachzubauen. Leute, warte mal, hier ist ein Fähig. Okay. Ja, komm du mal bitte ganz kurz mit. Du hältst auch ein bisschen mehr aus. Warum ist denn da ein Weg? Okay, wir brauchen trotzdem noch ein paar mehr. Von denen. Ein bisschen Gold muss noch... Ah, wobei, ich kann eigentlich ein bisschen verkaufen, ne? Oh, lol, der hat keine Ballistik, ne? Der trifft mich ja gar nicht. Das ist natürlich nice. Lass mal 1500 jeweils verkaufen. Dann haben wir auch genug hier. Einmal noch voll machen, dann ist das hier fertig. Ich müsste eigentlich eine Burg bauen. Kaufen. Die wir dann da hinsetzen. Oder da hinsetzen, um Gold und Stein zu securen. Ich würde aber eher für... Wenn ich die da hinsetze, haben wir hier ein offenes Feld für die Tribocke stehen. Wenn ich die da hinsetze, könnte der hier in die Engen reingehen. Wenn ich die da hinsetze, ist aber das Stein nicht so gut geschützt. Aber ich ziehe die Dorfbewohner eh in die Burg zurück dann. Ich setze die da hin, aber ich kaufe mir trotzdem eine Burg. Einfach weil ich Schiss habe, da auf die Fresse zu kriegen. Wenn ich ganz ehrlich bin. Das sammeln dann gleich die nächsten Leute dann. Also, die nächsten Goldhacke, die leer sind hier, gehen dann dahin, bauen da die neue Burg. Dann haben wir Gold und Stein. Das sollte ganz gut sein. Ha, das hat sich sogar gereimt. Ansonsten sehen wir die ganze Karte schon, ne? Auch nice. Was auch in dieser Ecke hier, ne, was da auch ist, würde mich auch mal interessieren. Ist das hier seichtes Wasser oder ist das einfach nur giftgrünes Wasser? Kommt da einer hin? Sieht ein bisschen so aus, als könnte man darüber gehen. Ich probier's mal aus. Ach ja, die Ratternschützen. Hab ich jetzt eigentlich alles fertig geforscht? Oh lol, warte mal, eine Sache hab ich vergessen. Weil ich glaube, die hatten wir noch gar nicht hier gehabt. Nein, warte. Hotkeys, so. Weil ich meine nämlich... Alter, ist das euer Ernst? Einmal alle drüber. Mhm. Aber ich meine nämlich, wir haben gar keinen Daumenring. Alter. Die Netz zerlegt. Da kommen die nächsten 2 Schwertkämpfer. Ja, jetzt können sie auch ruhig kommen. Jetzt ist mir das egal. Das ist ein One-Hit von der Burg. Krass. Oh mein Gott. Kannst du uns da hinschicken? Alter. Ja, ganz am Anfang hat er mich überrascht und besiegt, ne? So wie immer. Aber jetzt... Also er kommt da nicht mehr ran. Kurz leerhacken. Die sind sogar gleichzeitig fertig. Als ob die gleichzeitig fertig sind. Lol. Als ob. Ja, bam. Mal gucken, wer schneller ist. Links. Aber ganz... Also, eine Sekunde, Junge. Als ob. Wie krass.
Also, dass das so gleichmäßig ist, hätte ich nicht erwartet. Wir gehen mal ganz kurz defensiv damit, weil sonst ist das ganze Gold für den Arsch gewesen. So, ein Tribok können wir noch machen, dann sind wir nämlich mit dem Bevölkerungsmeter voll. 60 davon, 4 Triboker, ein Mönch und die 5 geilen Dudes hiervon. Und dann halt Dorfbewohner. Ja. Okay, er gammelt da ab, hat sogar einen getötet. Nice, Dude. Da ist ein Durchgang, theoretisch, so wie es aussieht. Hier. Zumindest auf der Karte sieht das aus wie ein offener Weg so. Aber, kommst du da rüber? Nee, ist nur Kacke im Wasser. Okay, alles klar. Das wollte ich wissen. So, wenn die Burg fertig ist. Machen wir das hier. Und wenn das hier fertig ist, setzen wir da noch eine dritte Burg hin oder so. Irgendwie. Fantastisch. So, ich würde sagen, wir machen erstmal grün kaputt. Oder den hier. Ne, erstmal lila. Lila muss sterben. Dann gehen wir am besten durch den Wald durch, dann ist nämlich für Bogenschützen auf dem engen Gebiet sogar noch besser. Die übrigens genauso wie ich eng. Was? Ja, und die Burg hier sollte eigentlich eine gute Arbeit leisten. Also der Grüne, der juckt uns gar nicht mehr. Nur die Ab- und Zu-Angriffe des Assis, die sind halt ein bisschen scheiße. Aber was willst du machen? Soll da die Zielböcke von unten kommen, können wir den Mönch auch da hinstellen. Die setzen wir alle darüber. Ihr seid die 5, du bist die 6. Ihr seid defensiv, bitte. So, und jetzt wird er weiter geerntet. Noch ganz kurz das machen. Erhöhen die Sichtweite, einfach weil es geht. Und machen hier jetzt schneller Gebäude bauen, einfach nur, falls wir es doch mal irgendwann brauchen sollten. Kavallerie kurz ein Stückchen stärker und dann sind wir eigentlich auch schon fertig mit allen Forschungen, die wir so irgendwie benötigen. Du könntest mal ganz kurz ein neues Lager setzen. So, immer schön hier das Holzdings. So, nochmal speichern, damit ich das Ganze nicht nochmal wiederholen muss, falls ich verkacken sollte. Und dann gehen wir rein. Was will er jetzt noch uns gegenüber ausrichten, außer zu sterben? Tschüss, Junge. Alter, guck mal, wie wenig Damage die machen. Alter, wie stark diese scheiß Ratternschützen sind gegen Fernkämpfer, ne? Es ist so krass. Ich warte mal ganz kurz, machen ruhig die Triboker alles fertig hier. Sollte reichen. Auf geht's, Jungs. Knallt den Ding mal ordentlich was vorn Latz hier. Der Wachturm wird rasiert. Jetzt kommen die angeschissen, sich denken, die können was noch tun. Aber die haben verkackt. Eine Salve noch und zusammenbauen. Ja, dann ist er schon down. Der Skorpion ist halt auch instant down, ne? Die sind so stark, die Scheißdinger. Ratternschützen. Heftig. Und mit Tribocken kann man echt gut scouten. Sind wir die Ming-Unterdrücker los? Vielen Dank, Leloy. Wir werden eure Armee mit Freuden unterstützen. Immer gerne. Cool. Cool. Okay, da kommt jetzt der Angriff, der Dicke. Lol. Tja, Kumpel. Hast verschissen. So, ganz kurz einmal das Ding da zerstören. Alter, wie der auf die Fresse kriegt überall, ne? Ja, tötet euch einen, Chevalier, ist mir egal. Ist eh euer. So, zurückgehen bitte. Und back to work, Jungs. Geil. Was du eilst rum? Schäm dich. Da kommt auch wieder ein neuer Angriff. Aber der juckt mich nicht.
Tag, ich bin der Mönch. So, was haben wir hier unten noch? Gar nichts mehr, ne? Geben die uns jetzt eigentlich auch Tribute? So, Nahrung? Weil jetzt, wo der erste Unterdrücker weg ist, ne? Würde ich die gerne unterdrücken und Nahrung bekommen. Oder ist das nicht so drin? Schade eigentlich. Ich würde gerne wissen, was da unten ist. Bin ich ehrlich, weil das ist erreichbar. Das will ich sogar so dringend wissen, dass ich jetzt einen scheiß Hafen hinsetze. Nur um da rüber zu fahren, weil... Oh. Okay. Ein Hafen ist nicht drin. Dürfen wir nicht. Ja gut. Das hier links war übrigens tatsächlich einfacher, als ich es erwartet hatte. Ich dachte, da stehen irgendwie 30 Einheiten jetzt noch extra irgendwie im verdeckten Gebiet. Aber nicht mal. Da sind sie, die Kackmönche. Wenn ich damit meinen Chevalieren hingehe, verliere ich 3. Safe. Ist immer so, wenn ich Leute bekehre und der Gegner rennt auf mich zu, gar keine Chance. Aber umgedreht, wenn der Gegner bekehrt und ich renne auf ihn zu, ey, instant alle weg. So. Ach lol, da fällt mir was ein, ich hab was vergessen. Daumenring. Die haben so scheiße geaimt gerade. Gut, und was haben wir hier unten? Wasser. Aber irgendwas Interessantes auf der anderen Seite oder gar nichts? Ist ja läppisch jetzt hier. Ja, dann gehen wir weiter zu grün. Aber irgendwas ist in der Ecke hier bestimmt drin, weil da sieht es aus wie so ein Eingang, dass man da so hoch kann. Was ist da unten drin? Ey, wir kriegen echt Tribute mit Nahrung. Nice. Gut, brauche ich nicht mehr, aber trotzdem nett. Die denken an mich, das reicht. Sehr freundlich. Alter, wie viel Stein wir kriegen, oha. Lausig. Du kannst mich gleich mal lausig am Arsch lecken, ey. Hussicherbau. Auch das mit Ressourcen hier ist echt angenehm. Das Holz so schön in einer Reihe da, geschützt. Erst so eine kleine Goldquelle hier drin und ein bisschen Stein da. Also ich finde das vom positionstechnischen her echt nice hier. Tot. Kommt schon, Tribocke, gib mal ein bisschen Gas. Mal ganz kurz speichern. Eine sehr schöne, sehr, sehr schöne Mission bis jetzt. Komm schon, find deinen Weg, bitte. Ich bin eine leichte Kavallerie, ich wehre mich. Oh, ich bin tot. So, machen wir ganz kurz hier einen kleinen Angriff. 4 Schwertkämpfer. Lächerlich. RIP. Oh, da kommt gleich die Kavallerie, sogar einige. Ärgerlich nur, dass sie nichts aushalten. Sehr praktisch, dass sie alle einzeln reinlaufen gerade. Nebenbei noch kurz die Marker erledigt. Nice. Ja, wie so kurz davor abdrehen. Lol. Geil, Alter. Die Vietnamesen gefallen mir echt gut bis jetzt. Sie sind zwar sehr einseitig mit den Rattanschützen, aber wir haben noch andere Möglichkeiten. Das ist es ja nicht mal. Nur die gefallen mir so gut und wir haben so wenig Bevölkerungslimit. Da muss ich mich irgendwie auf eine Sache beschränken. Geht nicht so richtig anders gerade. So. Wunderbar. Wie ist denn der jetzt eigentlich da durchgekommen, lol? Alter, der Turm macht halt gar keinen Damage, ne? Er trifft die Burg oder wo? An das Zelt. Oh.
Nee, die Burg, lol. Ey, manchmal unterschätze ich die Reichweite ein bisschen, du, ohne Scheiß. Wieso kommen die alle von unten? Wieso gehen die nicht oben lang? Oder geht das oben nicht lang? Komisch. Hey, einer, der ganz vorne ist, baut sich zusammen. Ah, ne, der war noch gar nicht aufgebaut. Ach, so ein Ding ist das. Na dann. Ein Königreich, das einmal zerstört wurde, kann nie wieder erstehen. Noch können die Toten wieder zu Leben erweckt werden. Okay. Willst du mir jetzt sagen, dass der Grüne jetzt schon tot ist, oder was? Wäre ja lächerlich. Komm schon, fahrt doch mal bitte durch jetzt hier, Lahmärsche. Doch hier unten ist ja echt gar nichts. Ja, ganz ehrlich, ich habe genug Gold. Wir lassen das trotzdem mal stehen, weil, falls ich dann doch mal irgendwann durch irgendeinen Zufall einen Marktplatz brauche, so zum Handeln, habe ich da jetzt einen stehen. Deswegen kommen die auch alle von rechts, weil hier links ja kein Durchgang ist. Frech. Dann rollen wir weiter. Wir konnten von hier die Burg wegsnipen, also auch ganz gut. Ja, so wirst du mich nicht besiegen können. Nicht mal ansatzweise, Kumpel, mit diesen einzelnen Soldaten. Stopp. Was sehe ich da? Er geht auf die Türme, Gott sei Dank. Oh mein Gott! Okay. Wie komme ich jetzt zu der Ehre hier? Alter, was passiert hier gerade? Warum passiert das? Oh mein Gott. Könnt ihr bitte mal nicht? Oh oh. Unerwartete Scheiße. Aber das ist bis auf die Tribocke gar kein Problem hier. Da kann ich gegenarbeiten. Holy shit, Junge. Ja, zwei bekehrt er doch eh wieder. Siehst du, bevor ich da bin, direkt bekehrt. So ein Arsch. Der vorrückt, ohne nach Ruhm zu streben. Der sich zurückzieht, ohne der Verantwortung zu fliehen. Der, dessen einziges Ziel darin besteht, sein Volk zu schützen und seinem Herrn zu dienen. Dieser Mann ist ein Juwel des Reiches. Holy shit, Alter. So, bitte mal ganz kurz das Ding zerstören. Erstmal die hier, bitte. Klar, natürlich eine Lebadiere, danke für nichts. Du Arsch. So, haben wir. Einen Bogenschützen bräuchte ich. Weiterarbeiten. Ihr könnt hier hingehen, neues Holzlager bitte bauen. Okay, da kam auf jeden Fall nochmal ein großer Angriff, aber der war eigentlich auch ganz cool. Überraschend, aber nicht zu heftig. Sehr nice. Jetzt habe ich einen zu viel. Nö.
So, haben wir. Ihr seid die 5. Immer noch. Während ihr euch heilen lasst, gehe ich mal ganz kurz hier kontrollieren, ob da irgendwo einer wieder AFK rumsteht. Nee, ist wieder alles heile. So, 4 Dorfbewohner fehlen noch. Gold ist da leer, das ist gar kein Problem. Wir haben da oben neues Gold gefunden. Dann sind wir auch wieder ready, ne? Wir lassen noch ganz zu teilen und dann gehen wir weiter. Oder? Ach, aber ich kann nachproduzieren, drauf geschissen. Ja, war auf jeden Fall ein netter Angriff, bin ich ehrlich, du. Habe ich nicht erwartet. Ich sehe nur auf Karte links was Blaues aufploppen. Erstmal kurz Schiss gekriegt, aber dafür ist dieser Eingang hier. Ich verstehe. War es da so offensichtlich nach dem Weg hier aus auch? Krass. Ist eine mega gute Mission, ohne Scheiß. Da drauf und da drauf. Boah, der Schnupfen geht mir so auf den Sack, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. So ein leichter Schnupfen die ganze Zeit, eklig. Jetzt kommt der Grüne wieder an. Da denkt, er könnte was machen. Kumpel, du bist RIP. Siehst doch rein. Nicht einer ist rangekommen. Lächerlich. Die kommen auch alle nur von oben. Das heißt, das ist seine letzte Stelle, die er überhaupt noch irgendwie zu bieten hat. Ja, gut, dann ist er quasi RIP. Oh, hoppala. Da ist noch ein Türmchen. Ja, hab ich erwartet. Nicht. Gut. Das ist auch Gold hinter, also auch sehr nice. Einmal bitte ganz kurz das Tor angreifen, Jungs. Ah, wobei, das ist ein Stall. Und das ist die Schießanlage. So. Ja. Also wie schnell kriegt der bisschen Schaden, der Stall? Krass. So, so und so. Dann ist die Grüne down. Ist natürlich ärgerlich, aber du musst doch irgendwo eine Kaserne sein, oder? Ah ne, die war hier. Die war links, alles gut. Ach Jungs, kommt schon. Alter, 2 Salven tot. Oh, er hat aufgegeben. Noch besser. Tja, dann ist er jetzt komplett RIP, ne? Nur noch jetzt die Ming-Vorhut töten. Zack. Zack. Okay. Dann gehen wir mal los. Die Frage ist, wie mache ich das mit den Tribocken jetzt? Kommt auf an, wie groß der ist. Weil rein in der Theorie können wir die von außen sogar anaimen. Brauchen wir gar nicht reingehen. Weil vielleicht müssen wir, die Tore sind ja dann eh nicht meins. Ja, ich weiß nicht. Erobern wir das dann komplett und dann kommen noch Gegner oder ist dann einfach Ende? Ich glaube, es ist einfach Ende dann. Weil der ist tot, der Wang Tong. Der Wang Tan. Na, komm, wir gehen einfach rein. Gut, mit deinen Scheißmännchen kannst du dich verpissen, Junge. Ohne Scheiß, die Männchen geben mir so auf den Keks. Eine der schlimmsten Einheiten im Spiel, ey. Wululu. Oh, jetzt kommen ein paar Chevaliere. Okay. Machen wir uns hier ganz kurz dieses Scheißkloster kaputt, sonst kommt eh wieder einer von hinten. Siehst du? Siehst du? Kackmönch.
Okay. Jetzt ein bisschen vorrollen. Er ist ein bisschen mittiger da. Ja, lass doch dieses Kackgebäude da in Ruhe. Und ich habe keinen einzigen verloren bis jetzt. Krass. Hm, sieht cool aus hier. Das war ein Hit. Ja, komm, hitte dem bitte ganz kurz. Alter, dieses Haus hat euch aber auch echt angetan, oder? Ihr Keks, ey. Hittet ihn. Alter, die treffen halt auch echt gar nicht, ne? Junge. Komm, ein Hit müsste doch nur landen. Alter. Na also. Ah, die Buck hat ein paar Kills gekriegt. Okay. Trefft ihr den bitte mal? Wäre super freundlich von euch. Danke. Boah, ich dachte, da kriegt einen Headshot. Schade. Hätte er verdient. Darf erst in die Burg reinlaufen und die ganze die Gebäude angreifen hier. Apropos, schieße bitte ganz was da drauf. Einfach nur, dass das ganze Ding da aufhört zu nerven. Glock. So, danke. So, das Ding ist down. Jetzt können wir bitte einmal da angreifen. Putz. So. Ich glaube, das ist auch der einzige Buch von dem wahrscheinlich. Weil da kommt jetzt immer nur so ein einzelner Schokolu. So, dann mal ganz kurz den Stall angreifen. Müsste reichen. Perfekt. Gehen wir weiter rein. Guten Tag. Haben Sie einen Moment? Ding Dong. Bitte, bitte reinkommen. Hallo. So, wir gehen nur rein, ne? Wir speichern hier jetzt mal ab, nur falls ich ein falsches Gebäude kaputt mache und wir dadurch jetzt ein Problem bekommen. Ich meine, eigentlich dürfen doch nur die nicht sterben, aber man weiß es ja nicht. Nicht, dass die nachher irgendwie meckern, wie irgendein Quatsch. Da ist noch eine Burg. Da unten. Fühlt man richtig bei den Schokolus, ey. Wobei, es ein Einbruchschütze. Nein, der ist auch ein Schokolus. Oh mein Gott, siehst du, das meine ich. Und zack, kommen dann plötzlich Schüsse rüber. Muss man aufpassen, ey. Diese Häuser, ne? Oh. Warte mal ganz kurz, wir kriegen gerade ein Problem. Jungs. Okay. Drei Leute gestorben, gar kein Problem. Alter, wie die da einfach reinknallen. So. Haben wir? Lass doch mal diese scheiß normalen Gebäude in Ruhe. So eine Funktion hätte ich so gerne in Age of Empires 2, dass man irgendwie sagen kann, nur Einheiten angreifen, keine Gebäude. So für Fernkämpfer zum Beispiel. Weil es gibt echt teilweise auf den Keks, wenn die deswegen ihren Fokus verlieren da, weißt du? Alter, durch die RAM-Boxen jetzt fast alle kaputt. Stark. Ding,
tiểu nhân đã rõ. Sống lên! Xin hiệu mệnh! Tiến công! Sống lên! Alter, der trifft nicht. Nicht dein Ernst, Junge. Ey, das Schießpulverlager getroffen. Ist das ein Loser, ey. Okay. Haben wir. Das zweite. Und alle bitte da drauf. Die Ming-Festung ist in unserer Hand und wir haben ihr kostbares Schießpulver erbeutet. Da ist er tot. Ein bedeutender Erfolg, meine Brüder. Das ist ein Dorfbewohner, lol. Wieso ist denn da ein Dorfbewohner? Was? Ja. Easy. Also ganz ehrlich, ich werde jetzt mal ganz kurz gucken, was unten rechts in dieser Ecke war, weil da so eine ganz kleine Ecke ist, wo man nicht hin kann. Und ich würde gerne wissen, ob da irgendwas Cooles ist, ob wir uns da hätten hinbegeben können und ob wir dafür was bekommen. Oder ob das einfach eine leere Ecke ist. Wenn es eine leere Ecke ist, dann folgt jetzt das Outro bei euch gleich. Also das geschichtliche Outro und dann mein Outro. Oder, wenn da was ist, seht ihr mich jetzt dann gleich nochmal. Dann würde ich sagen, danke schön fürs Zuschauen. Das war eine sehr geile Mission. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nachdem Leloy eine bedeutende Zitadelle mit intakten Schießpulvervorräten erobert hatte, konnte er wichtige Orte besetzen und Wang Tong und seine Armee aufhalten. Wang Tong wusste um seine schlechte Position und trat den Rückzug an, um seine Versorgungswege zu stärken und seine Streitkräfte aufzustocken. Vorerst würde es keine Schlacht geben. Leloy marschierte weiter südwärts, dicht gefolgt von Wang Tong und dessen stärker werdender Armee.